kommst mit. Das ist ja fies. Komm hier nicht raus und muss trotzdem den Geschossen ausweichen. So. Hier waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Alle Gegner besiegen. Nö. Klappt so nicht. Hallo. Zing. No, da oben ist noch ein Schütze. Oh, Hühnchen. Das bewahre ich mir nochmal auf, falls hier irgendwas schief gehen sollte. Aber die Sniper sind echt nicht so toll. Kaputt, kaputt. Hühnchen. Okay, kommt mit. Sniper stirbt. So. Und ein Sage Sword. Das wird doch gleich gekauft. Womit die Diskussion darüber, was ich mir als nächstes hole, schon erledigt ist. Denn ich werde mehr Gewicht brauchen, um das Schwert tragen zu können. Und dann das Schwert selber wird auch noch einiges kosten. Und stirbt. Aber ich denke, die 5000, die wir jetzt schon haben, dürften dafür eigentlich reichen. So, wo geht's weiter? Hier gar nicht. Nö. Okay, wir müssen ein ganz schönes Stück zurück. Aber wir können ja fliegen. Jedenfalls so halbwegs. Oh. Haben wir dich vergessen? Du bist gar nicht da. Das ist echt irritierend. Aber ich halte mich besser, als ich gedacht hätte. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich dem Charakter hier nicht besonders viel zutraue. Das tue ich ihm eigentlich immer noch nicht. Weil gerade wenn hektische Situationen kommen, da versage ich ja meistens, weil ich nicht so gut mit Hektik umgehen kann. Und wenn noch mehr Gegner auf dem Bildschirm sind, als eigentlich wirklich da sind, dann ist es ja zwangsweise mehr Hektik. Aber naja, bisher geht's eigentlich. So häufig kommt das ja auch nicht. Oh, oh, oh. Au. So. Kaputt. Unten ist noch ein Ritter. Genau du. Bye bye. Okay. Ja. Und hier ist nichts. Ich drück mal sicherheitshalber bei allen diesen Plattformen einmal nach oben in Hoffnung, dass da irgendwo eine unsichtbare Truhe ist. Aber. Nö. Das ist echt komisch. Aber na gut. Muss auch komische Räume geben. Oh, Schleim. Kaputt, kaputt. So, Karte sagt. Unten und unten rechts geht's weiter. Hier wird es irgendwo eine Verbindung zur Hölle geben demnächst. Oh. Oh, 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 oh. Hey, du kannst ja durchlaufen. Zählst also als Zwerg, hm? Na gut. Au. Wee. So. Ja, ich guck mal kurz hier rein. Ein Ritter. Ein Feuermagier. Kein Ritter, kein Feuermagier. So weit sehr überschaulich und fast voller Lebenspunkte. Und wir haben die Wahl, den Klingenzauber zu nehmen. Aber nö, den mag ich nicht. Ja, gut, gut. Oh, Hölle. Das war ja ein sehr fließender Übergang. Sehr leere Hölle. Okay. Hm. Alle Gegner besiegen. Und die sind nicht zu erreichen. Ja. Machbar, würde ich sagen. Vor allem, wenn ich einfach so schieße die ganze Zeit. Oh, sehr schön. Oh, und dich müsste ich von unten weghauen können. Genau so. Und bei euch bleibe ich einfach... Okay, der trifft uns nicht gut. Bleib einfach hier stehen und schlag. Ist doch auch unfair.
Na gut, ich nehme, was ich kriegen kann. Und wir haben ja schon 5700 Gold. Oh, der Boss. Ja, wir wären gut genug vorbereitet. Also was zumindest die Lebenspunkte angeht. Guardian-Helm. Wo war der Haken bei dem Boss? Eigentlich habe ich mich letztes Mal nur sehr dusselig angestellt. Und ja, man muss ihn einfach nur runterhauen und nach die Magier töten. Mehr scheint das nicht zu sein. Au. Also ich glaube, ich riskiere das. Aber erstmal teleportiere ich mich kurz in das Maya-Gebiet und hoffe, dass ich da irgendwie ein wenig was an Lebenspunkten zusammenbekomme. Und Mana. Und dann probiere ich den Boss. Lass noch ein normales Auge, oder bist du nicht da? Du bist nicht da. Du bist da. Oh. So. 293. Nein. Komm schon. Oh. Ich krieg Lebenspunkte, ich verliere Lebenspunkte. Ich krieg Lebenspunkte, ich verliere Lebenspunkte. Du bist gar nicht da, du Depp. So, kaputt. Ja. Ich sag's ja. Krieg welche, ich verliere sie. Das sind ganz schön viele von euch. So. 240 Lebenspunkte. Es wird stetig weniger. Oh. So, ordentlich kriege ich kaputt. Komm her. Au. Warum schubst du mich genau in deinen Kumpel rein? Das macht zu viel Sinn und ist taktisch gut gelungen. So. Oh, 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 oh. Ja, nee. Das mit dem Boss kann ich mal aus dem Kopf schlagen. Ich muss hier eigentlich weg. Weil selbst das Gebiet ist für mich zu hart. Ja, also ich gucke, ob ich oben einen Teleporter finde. Das sieht nicht nach einem Teleporter aus. Hey, aber ich habe den kleinen gekriegt. Oh. Au. Muss man ausnutzen, wenn man kurz und sterblich ist. So, wo ist der zweite Hund? Da. Kaputt. Kaputt. So, das Gold muss jetzt da liegen bleiben. Irgendwie glaube ich nicht, dass hier oben ein Teleporter ist. Besiege alle Gegner und wir kommen bestimmt nicht dran. Richtig. Bräuchten wir die Sensen für. So. Keine Mana mehr. Wow. Kaputt, kaputt, kaputt. Wir brauchen Lebenspunkte. Wir müssen eigentlich nur weglaufen, weil ich will nicht jetzt den ganzen Weg zurückgehen. So, kaputt. Ruhe. Also rechts ist noch ein Ritter, wenn ich mich richtig erinnere. Jo. Wow. Und er hat keinen Platz, um sich umzudrehen. Nein. Also ich wollte über ihn fliegen, dass es sich in die andere Richtung dreht, dann hinter ihn gehen und ihn kaputt hauen. Aber das ist nicht so ganz aufgegangen. Wow. Das kann man sogar gar nicht mehr sehen, wo das ist. So, definitiv sehr viele Gegner umgebracht. Gut, wir haben einen Spelunker, einen Barbaren, der schnell sich bewegt. Und einen Spelunker, der nicht 3D sehen kann. Ich glaube, ich nehme den Spelunker, der Angst vor Hühnern hat. So. Wir haben 7300
69 Gold. Achso, genau, B. Ich wollte das bessere Schwert kaufen. Wie jetzt? Plus 10 Gold Bonus und dafür 27 weniger Schaden. Ich überlege gerade. Also wenn man echt nur die Kisten absah und fast keine Gegner tötet, dann... Nee, das ist doof. Wir haben hier einen neuen Helm. Der macht was? Weniger Leben, mehr Mana, mehr Rüstung. Viel mehr Rüstung. Nö. Und du? Ja, du warst der Helm. Nicht so beeindruckend. Ich tausche mal, glaube ich, das Blutcape. Was? Achso, da ist Blutcape gegen das hier aus. Oh, wir haben kein Gewicht dafür. Okay. Dann einmal Gewicht, bitteschön. Dann hätte ich gerne das Cape hier. Wegen mehr Lebenspunkten. Weil unser Spelunker hat ja nicht so viele Lebenspunkte. Die waren alle nur für Magie. Die haben wir schon das Beste. Da war das mit dem Schutz, was komisch war. Nö. Runen. Haben wir irgendwas Runenartiges, Interessantes, Neues? Nur schnell laufen und Mana einziehen. Nö. Okay. Ups, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid. So, 4719. Mehr Rüstung klingt echt gut. Aber ich glaube, ich nehme lieber eins von hier oben, damit ich gucken kann, ob da oben irgendwas kommt. Weniger Mana kosten. Okay. Oh. Oh, wir können unsere Kinder randomisieren. Das ist doch genau das, was ich meinte. Also nicht wirklich. Ich meinte, man kriegt mehr Kinder, aber das ist so ähnlich. Kostet aber ziemlich viel. Okay, kommt hier noch was? Eine Fahne oben drauf. Was? Halb Mann, halb irgendwas. P. Alles super toll. Press R to awesome. Hä? Kostet 5770. Ja, nee. Was haben wir auf der anderen Seite von der Burg? Jetzt müssen wir darüber, dann müssen wir da hoch, dann müssen wir da hin. Nichts. Da sind wir mit der Burg soweit fertig. Nein, wir haben hier links noch einen, aber den können wir nicht freischalten. Ja, das mit dem Biest klingt echt komisch. Aber okay. Oh, wir müssen eh kein Gold abdrücken, weil wir das Ding haben. Jo. Und Rainer. Ja. Level 78. Mal gucken, ob es dreistellig wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das tut. Oh. Weil sie müssen immer damit rechnen, dass es Spieler gibt, die sich schlechter anstellen, als ich es jetzt tue. Oh, Hühnchen. Gut. Ah, ja. Nee. Die mögen mich echt nicht hier. So. Wohin zuerst? Also Hölle ist echt ein Ticken zu hart. Maya ist auch noch ziemlich hart. Kein Schaden nehmen. Du bist doch bestimmt ein... Nee, bist du nicht. Oh. Oh. Das war knapp. Fliegenrune für die Brustplatte. Okay. Aber ich werde bestimmt nicht mein Blut entziehen, rausnehmen, um länger fliegen zu können. Kaputt, kaputt, kaputt. Also ja, Maya meiden. Oder als das Alternativgebiet ansehen. Das erste Gebiet ist eigentlich nur zum Lebenspunktefarmen. Und das Wald ist so ein Mittelding. Also mit fast vollen Lebenspunkten und einem guten Helden können wir sofort zu Maya gehen. Sobald wir zu viele Schadenspunkte nehmen, gehen wir in den Wald oder ins erste Gebiet. Works. Kiste.
Au. Wow. So. Gut. Nicht mal den können wir one-hitten. Zwei Räume oder so vom Eingang entfernt. Nicht schön. Lauf, lauf, lauf. Aber wenigstens sehen wir keine Gegner mehr, die nicht da sind. Das ist schon mal sehr entspannend. Stachel allerdings sind nicht entspannt. Ganz und gar nicht. So, hops. Hops. So, Teleporter. Ja, doch. Okay, runter, runter, runter. Hier müssen wir zurück. Zurück, 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 zurück. Und dann unseren Weg in den Wald finden. Und dann können wir uns überlegen, ob wir wirklich einen Wald machen oder doch vielleicht so ein ganz kleines bisschen Maya probieren. Weil volle Lebenspunkte hätten wir jetzt, ja. Wow, keinen Schaden nehmen. Nein. Irgendwann schaffe ich den Raum noch. Ich glaube, man muss nur den richtigen Zeitpunkt abwarten, dann kurz reinhuschen, einmal durchdashen und das war's. So. Zing, zing. Gold kommt auch alles mit. Ist hier schon der Wald oder kommt noch ein Raum? Ne, kommt noch ein bisschen was. Okay. Die Lebenspunkte, die Gegner hier sollten wir stehen lassen, so gut es geht. Ah, und genau da ist natürlich ein bisschen was. Wow. So. Lebenspunkte sind gleich voll. Wow. So. Voll. Okay. Kommst du mit? So, jetzt Wald. Nein, jetzt Wald. Sehr schön. Voller Lebenspunkte, noch jede Menge Statuen. Jetzt tun wir uns hier erstmal eine Weile aus. Genau. Zack, zack. Zack. Au. Eigentlich wollte ich nur zu der Truhe. Oh, oh. So. Zu der Truhe da oben wollte ich nur. Yay, genau. Eine Balance-Rune für die Brustplatte. Ja, mit dem Pet zu spielen, ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Aber ja, diese Balance-Rune, die wir gerade bekommen haben, die werde ich wohl nicht einsetzen. Weil so wichtig ist mir Mana nicht. Oh. Wobei ich glatt denken könnte, dass es ein Anfängerfehler ist. Dass es eigentlich wichtiger ist, Mana zu haben, weil man damit einfach Gegner töten kann und man im Idealfall ja überhaupt nicht getroffen wird von den Gegnern. Nur, dass der Idealfall bei mir selten eintritt. So. Mhm. Ein leerer Raum. Nicht ganz, da könnte ein Zwerg durch. Aber wir sind kein Zwerg.